Ja, willkommen zum zweiten Vortrag hier auf der Bühne 2 am zweiten Tag auf der FOSGES 2021. Ich begrüße jetzt den Nikolai Janakiew, der über skalierbare geografische Datenverarbeitung mit Open Source sprechen wird in einem Vortrag. Der Nikolai ist Geospatial Data Scientist, ist aus Salzburg und war auch schon bei der FOSGES dabei. Der Nikolai ist auch beim Projekt MapTime Salzburg aktiv und wir sind gespannt. Wir lernen jetzt ein paar Tools kennen und ich habe gehört, es geht auch wieder über PostgreSQL und PostGIS und ja, viel Spaß beim nächsten Vortrag. Hallo, hier ist der Nikolai und in dem Vortrag werde ich euch zeigen, wie man skalierbare geografische Datenverarbeitung machen kann. Zu den Slides könnt ihr die unter dem Link hier finden und die Repository mit allen Codebeispielen und Jupyter Notebooks könnt ihr unter dem Link finden. Und für Fragen und jegliche anderen Sachen könnt ihr mir gerne auf Twitter unter diesem Handle hier schreiben. Also was zuerst einmal, was ist Big Data? Big Data ist ja so ein recht häufig hin und her geworfener Begriff heutzutage. Generell in der Industrie wird da oft von Daten gerechnet, die jetzt nicht auf dem eigenen Computer passen. Also das könnte üblicherweise so um 1 Terabyte sein. Als Beispiel habe ich hier mal OpenStreetMap angegeben. OpenStreetMap, wenn ihr jetzt die ganze Weltkarte runterladen würdet, dann wäre das jetzt eine 104 GB große Datei als OSM-PBF. Und wenn ihr die ganze Datei jetzt als XML runterladen würdet, dann wäre es schon 1,4 Terabyte groß. Also das ist schon, würde jetzt nicht auf jedem Laptop passen. Und der Datensatz selber wäre jetzt um die 9 Milliarden Nodes, 677 Millionen Ways und 7 Millionen Relations. Und wenn man da jetzt große Berechnungen machen würde, dann wäre das schon ein großes Bottleneck in der Prozession der Daten. Und der erste Weg jetzt, um so mit den Daten umzugehen, wenn man jetzt nicht der CSV bearbeiten will, ist PostgreSQL, also in dem Fall der blaue Elefant. Und wenn man PostgreSQL nimmt, dann arbeitet man meistens mit PostGIS als Geospatial Extension. Und PostgreS selber bietet jetzt Parallelisierung an, also seit PostgreS 9, um die Queries zu beschleunigen. Und seit 2017 in PostgreS 10 ist es seit per Default drinnen. In PostGIS andererseits ist es ein bisschen später gekommen. Da war es schon seit PostgreS SQL 11 möglich mit PostGIS 2.5. Und seit PostgreS 12 und PostGIS 3 ist es out of the box drinnen und man braucht sich da keine Gedanken machen. Wenn man jetzt die Daten jetzt in einem PostgreS in einer PostgreS-Datenbank jetzt zu groß sind und man will es jetzt skalieren auf verschiedene Art und Weisen. Ein Weg wäre da sogenannte Columnar Storage. Da gibt es dieses C-Store Foreign Data Wrapper von Citus Data, wo die Daten jetzt statt zeilenweise spaltenweise gespeichert werden. Das hat jetzt den Vorteil, wenn man jetzt einen Sequential Scan macht über die Daten, da muss man jetzt nicht alle Zeilen einzeln durchgehen, sondern man wählt jetzt genau die Spalten aus, die man haben will. Der Vorteil jetzt dabei ist, wenn man jetzt da die Standardabweichung oder den Durchschnitt von was berechnen will oder das Maximum oder Minimum, dann kann man das ziemlich schnell dadurch berechnen und man kann sich jetzt auf eine Column konzentrieren. Das hat weiters Vorteile, dass man dann auch sowas wie Run-Length-Encoding drinnen haben kann und ähnliches, das jetzt zusätzlich die Daten verkleinert und besser komprimiert. Dann gibt es jetzt auch noch GPU-Processing mit PG-Storm. Und was jetzt auch möglich ist, ist jetzt Distributed PostgreSQL mit Citus DB und mit PostgreSQL XL. Aber mit denen habe ich bis jetzt noch keine Erfahrung gemacht.
Wenn man jetzt normalerweise mit Big Data arbeitet, dann kommt man eigentlich nicht um Hadoop herum. Hadoop ist jetzt so der gelbe Elefant im Raum, den wir jetzt vorstellen. Und Hadoop, kurz zur Geschichte von Hadoop. Also Hadoop wurde 2003 kam das Paper The Google File System raus von Google. Und 2004 hat Google noch ein Paper herausgestellt zu MapReduce, also eine Prozessierungsmethode für verteilte Daten. Und dann sind diese zwei Paper in Apache Nudge das erste Mal zusammengekommen und dann ist daraus Hadoop entstanden. Und dann später, 2007, haben schon die ersten großen Tech-Firmen das schon verwendet in ihrer eigenen Firma. Und 2008 ist es dann zu einem Apache Foundation Project. Also ihr seht, das ist schon ein sehr altes und populäres Projekt, aber auch etwas verhasst. Selber dadurch, dass es schon so alt ist, hat es recht umfangreiches Ökosystem, das ich jetzt nicht im Detail erzählen kann, aber im Groben und Ganzen haben wir jetzt das Core-Element vom Hadoop ist das Hadoop Distributed File System. Das verteilt jetzt quasi, das kann man sich so vorstellen wie ein ganz normales File System, das man auf mehrere Maschinen verteilt mit gewissen Redundanzen. Wenn jetzt eine Maschine ausfällt, dass das weiterhin läuft und die Interaktion mit dem System ist jetzt ganz normal, wie wenn man ein Filesystem hat. Man hat alle üblichen Befehle, die man dann über die Command Line ausführen kann und man ladet quasi die Daten dann in dieses Filesystem rein und hat sie dann da. Also die Daten sind generell Flat-Files, CSVs, JSON-Files und man arbeitet auch gern mit Parquet-Files und da gibt es jetzt auch viele andere Dateien. Also es sind im Grunde nur Dateien, die da reinkommen. Und zum Prozessieren verwendet halt Hadoop dieses MapReduce. Da werden halt die Daten gewisse Operationen gemacht, wo quasi auf mehrere Server werden dann quasi diese Maps ausgeführt. Und dann durchs Reduce werden die dann wieder zusammengestellt und dann kommt das Resultat. Also wenn man zum Beispiel das gängigste Beispiel hat, man will die gewisse Wörter in ein Dokument zählen, dann zählt jede einzelne Maschine die einzelnen Dokumente und dann beim Reduce werden diese Counts dann aggregiert zu einem absoluten Count. Und weiters hat Hadoop jetzt das Yarn, das ist jetzt so das Betriebssystem von dem Ganzen, das scheduled die Prozessierung und also quasi so ein Scheduler, der die Prozessierung aufteilt. Und da das Ganze recht kompliziert ist zum Schreiben, also wenn man jetzt da bestimmte Queries schreiben will, dann steht man schnell mal an mit MapReduce und da ist quasi Apache Spark ins Leben gekommen. Unter anderem mit vielen anderen ähnlichen Projekten, die das ähnliche Problem lösen wollen, aber Spark ist eines der gängigsten und das wurde 2009 erstellt und seit 2010 ist es Open Source. Hier ist eines der Paper und das Schöne ist, man kann Spark mit Java, mit Python und mit R programmieren, also Query schreiben und es bietet auch SQL-Schnittstelle zum Prozessieren der Daten. Und wenn man jetzt mit Geodaten arbeitet, hat jetzt Spark selber jetzt nichts drinnen, aber da gibt es ein Projekt, das nennt sich GeoMesa von Location Tech. Die bieten jetzt viele Geospatial Operationen und auch Spatial Indexing. Üblicherweise werden da sogenannte Space Filling Curves verwendet. Das kann man sich so vorstellen, dass man die Daten werden dann so sortiert, dass sie innerhalb von einer Space Filling Curve sind. Und das heißt dann, wenn man eine bestimmte Query macht, wo man jetzt eine Bounding Box macht, dann wird es die Punkte wählen, würden Punkte, die näher gemeinsam sind, würden auch näher gemeinsam in dieser Space Filling Curve sind. Also wie ihr zum Beispiel seht, wenn man jetzt hier eine Bounding Box nehmen würde, dann würde das jetzt würden die jetzt alle in dem Quadranten dort sein, zum Beispiel.
Genau, GeoMesa hat jetzt verschiedene Datenbanken, die es verwendet. Also diese Datenbanken sitzen quasi on top of Hadoop. Und die gängigsten sind Akumolo, HBase und Cassandra. Genau, und es bietet halt die Integrationen zu Spark, wie ich es erwähnt habe. Und man kann es auch mit GeoServer integrieren. Und kurz zum Überblick für die Funktionen. Also es bietet dann, GeoMesa bietet einen Haufen Spark SQL-Funktionen, also die gängigen ST-Funktionen, die ihr von PostGIS kennt, sind die meisten da zu finden. Genau. Genau, wenn man jetzt nicht nur mit Postgres oder Hadoop arbeiten will oder kann, gibt es da auch eine große Menge an anderen Datenbanken, die jetzt seit neuestem oder auch seit länger geografische Funktionen anbieten. Eine davon ist Presto oder seit kürzem auch Trino genannt. Seine verteilte SQL-Engine, die jetzt quasi Federated Queries machen kann über verschiedene Datenbanken hinaus. Also man kann quasi auf Postgres eine Query machen, man kann auf Hadoop eine Query machen und man kann dann auch auf Redis eine Query machen oder auf MongoDB und alle möglichen. Man hat verschiedene Connector für verschiedene Datenbanken und man kann zum Beispiel diese ganzen Datenbanken dann kombinieren über diese Query Engine und dann Queries machen, die über diese Datenbanken hinausgeht oder auch nur auf einzelne Datenbanken. Und das Setup von Presto ist ziemlich einfach im Vergleich zu Hadoop und Spark. Und das macht schon recht sympathisch und hat eine recht tolle UI zum Verwenden. Genau, es hat diese PES-Connectoren. Und genau, es hat dann auch verschiedene Geospatial-Funktionen, auch mit R-Tree-Indexing. Kurz zum Überblick, also hier sieht man halt, man hat die gängigen Features und dann einige von den gängigen ST-Funktionen und Operatoren. Genau. Und weiters gibt es jetzt für Python-User gibt es da Dask. Dask ist jetzt, man kann sich so vorstellen wie ein Wrapper für Pandas. Also man kann Pandas dann quasi parallel verteilt ausführen. Und dann gibt es auch GeoPandas. Also Dask selber bietet jetzt keine geografischen Funktionen an, aber man kann jetzt zum Beispiel Dask mit GeoPandas kombinieren. GeoPandas verwendet jetzt die R-Trees im Hintergrund und GeoPandas selber ist jetzt eine Extension von Pandas. Und da gibt es jetzt seit neuestem Entwicklungen, die zu vereinen, also dass man geografische Operationen verteilt machen kann, sowas wie Spatial Joins und Spatial Queries, Bounding Box Queries, alles Mögliche, kann man jetzt einiges damit schon mit dem machen. Einiges habe ich schon selber getestet mit dem. Aber es ist jetzt quasi noch in Entwicklung und gibt es noch ein paar kleinere Schwierigkeiten. Also man kann sich das mal ein bisschen einschauen. Andere gängige Datenbank ist Elasticsearch. Die wird generell als sogenannter Document Store bezeichnet. Die bieten GeoPoint Indexing an. Also die haben jetzt verschiedene Indexing-Varianten gehabt. Also die haben zuerst einmal GeoHash, Prefix Tree gehabt, Quad Prefix Tree und jetzt sind sie bei BKD Trees seit Elasticsearch Version 6. Da gibt es einen tollen Artikel zu dem ganzen Thema, wo man sich anschauen kann, wie das jetzt anders ist und warum das jetzt schneller ist als Quad Trees in dem Fall. Die Queries selber sind recht begrenzt, also man hat jetzt eigentlich nur diese vier Queries zur Auswahl. Also ja, wenn man es in Elasticsearch braucht, dann hat man da ein bisschen Anwendung. Ein anderer Document Store ist MongoDB, auch recht populär. Da werden die Daten als quasi als JSON ähnliche Dateien gespeichert. Die bieten jetzt ähnliche Indexe.
Also die haben jetzt einen 2D-Index oder einen 2D-Sphere-Index, wo die Daten als lat long in der Weltkarte indiziert werden. Und es gab auch einen Geohaystack-Index, aber der ist jetzt nicht mehr so populär. Genau, und die haben jetzt recht ähnliche Queries wie bei Elasticsearch, recht begrenzt, aber für das meiste recht nützlich. Genau, und Redis ist jetzt eine In-Memory-Datenbank, also wird oft bei Caching von Dateien verwendet, Caching im Web-Backend verwendet und auch für Message Brokers. Die haben einen Geohash-Index und die haben auch einige Geospatial-Commands für das Ganze. Und Redis selber kann man jetzt auch in GeoMesa verwenden. Die haben jetzt auch eine Anbindung für Redis. Und genau, das wären jetzt die Überblick. Falls ihr da jetzt irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir gerne auf Twitter hier schreiben. Nochmal hier die Slides und die Repository. Und hier habe ich noch ein paar Links, die relevant zu dem Ganzen sind. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne weitere Konferenz. Ja, herzlichen Dank, Nikolai, für deine tolle Übersicht hier über die Softwareprojekte. Da fällt mir direkt eine Frage ein. Welches Projekt liegt dir dann am meisten am Herzen oder mit welchem arbeitest du denn am meisten oder am liebsten oder hast du da gar nicht so Präferenzen? Ja, ganz typisch Postgres finde ich am besten von den Anwendungen. Und für jetzt Big Data habe ich jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht mit Presto oder mit Trino. Das war sehr angenehm im Vergleich zu alles mit Hadoop. Okay, gut. Ja, es können auch noch Fragen gestellt werden im Fragenbereich. Wir haben bisher jetzt hier eine Frage, die wir uns anschauen können. Ich lese die mal vor. Wo sind die Daten physisch abgelegt, wenn sie in HDFS geladen wurden? Muss man Hadoop auf einem eigenen Server hosten? Ja, genau. Also Hadoop ist installiert man jetzt auf eigene Server, also im Cluster mit mehreren Servern. Das ist halt genau das Schmerzhafte jetzt bei Hadoop. Das ist jetzt eine recht umfangreiche Configuration. Und da muss man halt quasi auf jedem Server das installieren. Und da ist dann quasi im Server dann drinnen, ist dann so ein Data Folder, wo die Daten dann gespeichert werden. Okay, herzlichen Dank. Ja, hast du noch irgendwas, was du noch gern berichten möchtest? Sonst Fragen haben wir nämlich jetzt erstmal keine. Also für mich wäre es spannend, vielleicht eher als offene Diskussion, wie es jetzt andere mit großen Datenmengen handhaben. Okay. Ja, ach so, jetzt ist sogar auch noch eine Frage reingekommen. Genau, also die Diskussion, die können wir ja im Chat vielleicht noch führen. Wer berichten möchte, wie mit den eigenen Daten da umgegangen wird, kann das gerne machen. Wir haben sogar jetzt noch zwei Fragen. Die erste, was denkst du zu Python-Bibliotheken? Ui, wie Scikit-Learn oder TensorFlow im Bereich Spatial Data? Ich hoffe, ich habe das jetzt. Scikit. Ja, Entschuldigung. Zu Python selber. Also Spark selber kann man mit Python verwenden. Also da gibt es einige Anwendungen diesbezüglich. TensorFlow selber weiß ich jetzt nicht. Da gibt es jetzt, also das kommt jetzt mehr Richtung die Rasterdaten. Da gibt es jetzt auch eigene Projekte. Die sind jetzt auch von Location Tech. Da gibt es GeoTrellis, Raster Frames. Das ist alles in derselben Gruppe von Projekten. Alle bieten jetzt quasi gewisse Anwendungen in dem Bereich. Jetzt wegen TensorFlow und Deep Learning kann ich jetzt nicht genau sagen. Okay. Dann noch eine Frage. Sind die Geometrien in den Big Data DBs auf Punkt Simple Features begrenzt oder werden hier auch alle anderen gängigen Feature unterstützt? Genau, jetzt bei GeoMesa sind jetzt alle Feature-Varianten möglich.
Bei den anderen sind es eigentlich fast nur Points und einfache Polygone. Bei Elasticsearch waren das jetzt, da gibt es jetzt, also kann man Polygone haben, die sind in so einem GeoJSON-Format ähnlich gespeichert. Dasselbe gilt jetzt für MongoDB. Okay, gut, herzlichen Dank. Ja, dann gibt es noch eine Frage zu einem konkreten Anwendungsfall. Kannst du einmal einen konkreten Anwendungsfall anschneiden, bei dem zum Beispiel Geomesser oder Ähnliches zum Einsatz kommt, zum Beispiel aus deinem Arbeitsbereich? Jetzt persönlich zu mir, ich wollte jetzt generell mal mit großen Datenmengen arbeiten und dann habe ich beschlossen, ich mache eine Benchmark für Spatial Joins. Dann habe ich gemerkt, dass die wenigsten jetzt Spatial Joins selber anbieten und da ist man quasi bei Geomesser dabei. Genau, es ist generell, wenn man jetzt sehr globale Daten hat, also jetzt zum Beispiel Ship Vessels, wie das die Anita Graser macht. Sie arbeitet da mit Geomesser recht viel. Und dann, jetzt weiß ich genau nicht genau, welche Firmen das jetzt selber anwenden. Aber da gibt es halt generell, wenn die Daten sehr groß sind und über große Flächen hinaus sind. Okay, gut. Ja, herzlichen Dank. Ja, dann sind wir am Ende der Session angekommen. Es sind keine weiteren Fragen da. Wir hören dich heute auch noch in einem weiteren Vortrag um 15 Uhr zu Transitdaten und OpenStreetMap. Ich danke an dieser Stelle erstmal herzlich den zwei Vortragenden hier in dieser Session. Dann haben wir jetzt erstmal Pause. Ich möchte nochmal auf die Netzwerkwelt hinweisen. Gehen Sie mal vorbei. Schauen Sie sich mal dort alles an. Gehen Sie vielleicht bei den Ausstellern mal vorbei. Und im DIY-Raum Nummer 6, da gibt es ganz viel zu entdecken. Dann haben wir ja die Fotowiese, wo wir um 15.30 Uhr den Fototermin haben. Da treffen wir uns auf alle Fälle. Und dann erstmal an dieser Stelle jetzt viel Spaß in der Pause und wir sehen uns dann gleich zur nächsten Session. Musik